Ey, ohne Scheiß, ne? Sag mir, was du willst, aber was ist das denn für eine geisteskranke Auswahl? Das macht ja Need for Speed schon Konkurrenz, ey. Oh mein Gott, was sind das für geile Tuning-Optionen? Willst du mich verarschen oder was? Am 31. März, Leute, ist schon mein neuer YouTube-Kanal Zocker Let's Play gestartet. Also, guck mal in die Videobeschreibung, da ist ein Link zum Kanal, falls ihr einen Link braucht. Ansonsten einfach in die Suche eingeben, Zocker Let's Play, wisst ihr Bescheid. Da gibt es ab sofort jeden Tag, Leute. Jeden Tag. Bis Ende des Jahres. Bis Silvester 2023. Jeden Tag ein Video. Jeden Tag eine geile Let's Play-Folge. Es laufen immer zwei Let's Plays gleichzeitig. Immer im Wechsel die Folgen. Heute das, morgen das andere. Morgen, übermorgen wieder das und so weiter. Immer im Wechsel. Alles natürlich, ihr kennt mich, in bester Qualität, ja. Alles nur in 4K, verlustfrei, bla bla bla, bisschen wenig mehr, beste Qualität, beste Leben. Also Leute, lasst ein Abo da und Popcorn nicht vergessen, Junge. Popcorn nicht vergessen, wichtig. Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen SEKU2-Video hier. Das Update ist jetzt draußen, ist alles genauso gekommen, wie ich euch schon vorher gesagt hatte. Okay, man kann noch nicht alle Autos bekommen, aber wir gucken uns heute schon mal zwei Autos an, beziehungsweise heute eins und das andere machen wir einfach dann morgen. Okay, machen wir morgen. Kann sein, dass ich heute ein bisschen langsam bin, weil ich habe mir gerade noch zwei fette Stücke Kuchen reingeballert. Hast du ja auf Insta gesehen, ne? Hast du nicht gesehen? Da musst du mal reinfolgen vielleicht. Okay, auf jeden Fall gibt es ein neues Bundle hier. Shop Premium Bundle. Das lohnt sich natürlich, wenn ihr beide Fahrzeuge haben wollt. Und ihr wollt mit Sicherheit beide Fahrzeuge haben. Es ist nämlich ein Audi RS7 Sportback und ein Audi RS3 Sportback. Aber ist egal. Also, was kosten die denn einzeln jetzt hier? Der kostet 280.000. Der kostet im Besitz? Hä? Wie der ist? Was? Wieso ist er im Besitz? Lol. Ey, ich hab nichts gemacht, Digga. Ich bin gerade nur ins Spiel reingegangen. Ach, das ist der falsche gewesen. Okay, was kosten die Autos denn? Der kostet 336.000 und der kostet 280.000. Das hätte ich schon mal gesehen, keine Ahnung. Das macht dann nach allem Rewe ungefähr 93.000 Ersparnis. Das kann bei euch alles ein bisschen teurer sein, weil ich habe ja hier den Season Pass immer noch, ne? Aber Bundle lohnt sich. Aber ich zeige euch noch eine coole Sache. Wir können ja mal kurz testen, ob das beim Bundle jetzt auch funktionieren würde. Ah, da geht das nicht. Aha, okay. Ich zeige euch mal eine geile Sache. Das ist neu. Vielleicht haben wir es jetzt auch nur so mal so zum Testen reingemacht oder was. Keine Ahnung. Aber das ist ja mal geil, ne? Also erstens mal, ja, ihr könnt die Autos auch einzeln kaufen, ne? Normalerweise, wenn ein Bundle drin ist, meistens ist es ja dann auch ein Elite-Bundle, dann kann man das nicht einzeln kaufen. Zumindest erstmal nicht. Aber hier tatsächlich kann ich einzeln kaufen. Sonst wäre jetzt hier schon bei den Bugs 280.000, wäre normalerweise schon ein Schloss davor. Ist aber nicht, ich kann es so kaufen. Kann ich auch mit Crew-Credits kaufen, aber jetzt passt mal auf. Gib alle deine Crew-Credits aus und ergänze den Rest mit Bugs. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Bruder, ich habe auch gar keinen Bock mehr hier, mein Geld auszugeben in dem Game. Es kommt jetzt eh bald das neue The Crew Motorfest. Dann willst du ja vielleicht auch irgendwie deine Bugs loswerden und vielleicht nicht so für sinnlosen Scheiß, ne? Und da man ja seine Autos aus The Crew 2 importieren kann in The Crew Motorfest, könntest du jetzt sagen, okay, ich kaufe mir jetzt noch, keine Ahnung, sagen wir mal, du hast noch 100.000 Bugs oder ist egal wie viele. Du holst ja jetzt noch einen Bugatti, gibst noch hier deine Bugs oben aus und deine Crew Credits so zusammen, ne? Dann gehst du hier auf Crew Credits. Ich will jetzt noch nicht draufdrücken, glaube ich, oder? Warte mal. Ah, guck mal, das ist ja geil. Du bezahlst, die Crew Credits, die wir haben, also wirklich alle, dann sind die nämlich auf 0. Und ich müsste zusätzlich noch 41.000 Bucks bezahlen. Okay, rechnet der komplett um. Oder ich kann jetzt hier sagen, nee, ich kaufe neue Crew Credits. Ist ja total dumm. Also wenn ihr jetzt vor Motorfest euch sagt, Digga, ich muss irgendwie noch meine Crew Credits loswerden. Ist das nicht eine geile Lösung? Ich guck nochmal eben kurz, ob das nicht auch bei dem anderen Auto geht. Irgend random irgendwas. Hier ist ja völlig Latte. Geht auch. Es geht bei allen Fahrzeugen. Das haben die schlau gemacht. Du kannst also deine Crew Credits auf 0 setzen. Dann hast du so gesehen auch kein Geld verloren, weil das Auto hast du ja dann im neuen Spiel, ne? Okay, wir kaufen den Scheiß aber hier im Bundle. Wir sind ja nicht kernbehindert, ne? Also, Abfahrt. So, und da ist er auch schon. Audi RS3 Sportback.
Baujahr 2022. Ja, das ist ziemlich krass, dass wir hier auch direkt so ein neues Auto. Es ist generell krass, egal was für ein neues Fahrzeug hier reinkommt. Es gibt ja immer viele Special Edition in The Crew 2, ne? Kennen wir ja. Aber dass überhaupt noch ein neues Fahrzeug, was es vorher nicht gab, hier reinkommt in The Crew 2, das ist ziemlich merkwürdig auch. Ja, das ist ziemlich, ich glaube, geschäftstechnisch auch ziemlich dumm. Aber okay, es ist ja nicht meine Firma so, ne? Aber ich halte es natürlich für einen ziemlich dämlichen Schachzug zu sagen, ey, den ganz niegelnagelneuen Audi RS3 von letztes Jahr und den RS7, ja, den kriegt ihr jetzt in unserem alten Game und in 3 Monaten kommt ja unser neues Game raus. Also das ist Promo-Move-technisch eigentlich total kernbehindert, weil normalerweise müsste man ja sagen, ey, es gibt den neuen RS3 und den neuen RS7, aber den kriegt ihr nur im neuen The Crew Motorfest. Das habe ich noch nie gehört, dass jemand sowas macht. Also wenn du das wirklich aus Geschäftsgründen siehst, total dumm. Komplett dämlich. Oh, das habe ich ja ganz vergessen, Leute. Das habe ich auch... Oder? Habe ich euch das gesagt? Ach, ich weiß es auch nicht mehr. Aber, wo wir jetzt nämlich darüber gerade geredet haben, es kommt auch noch eine neue Marke ins Spiel. Ich glaube, ich habe das gesagt, glaube ich, ne? Es kommt eine neue Marke ins Spiel, und zwar Noble. Nicht Noble Share, sondern Noble, die Marke. Ja, kennen wir. Ich kenne das ja zum Beispiel auch aus alten Grip-Videos, ne? Da war öfter aber Noble am Start. Und da kriegen wir, glaube ich, 2 Autos. Das klassische Modell, was man halt so kennt. Ich weiß jetzt gerade den Namen. Keine Ahnung. Und ein ganz neues Modell auch. Das muss man sich mal reinziehen. Das kommt in The Crew 2 rein, ne? Wie gesagt, das ist geschäftstechnisch, Promo-Move. Also, das macht gar keinen Sinn. Weil du willst ja ein neues Spiel verkaufen, ne? Der Audi RS3, RS7 und die ganzen Noble oder alles, was hier reinkommt, das bringt ja so gesehen kein Geld, weil die meisten Leute werden das mit Bugs kaufen. Dann fahren die halt eine Runde New York oder was auch immer und erholen das dann. Das bringt ja kein Geld ein, ne? Aber wenn das in einem neuen Spiel drin ist, dann ist vielleicht für Leute ein Grund, die sagen, ey, ich will den neuen RS3 fahren und ein neues Spiel wäre auch mal nicht schlecht. Ja, ich kaufe mir so Crew 3, also so Crew Motorfest. Ey, Bruder, ist nicht meine Firma, ne? Aber ich soll es einfach nur mal gesagt haben. Egal, wir gucken erstmal, was wir tun können. So, jetzt haben wir so viel rumgelabert. I'm so sorry, aber das muss auch mal gesagt sein. Übrigens, dass das Auto geil aussieht, brauche ich, glaube ich, keinem erklären, ne? Ich muss fairerweise sagen, die Linienform nach hinten sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus, was auch ein Grund ist, warum ich gerne so einen älteren RS3 noch hätte. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht weil der 5 Türen hat. Also generell hasse ich ja 5-Türer so. Das ist einfach, also, nee. Ein RS3 mit 3 Türen wäre schon geiler, ne? Auf jeden Fall hier der Grill und die Scheinwerfer, was die da gemacht haben, dieses Design. Dass das Schwarze so an dem Scheinwerfer reingeht. Also ist einfach richtig geil, ne? Motorhäubchen, wir können das ja noch ein bisschen verschönern hier. Kriegen wir erstmal aus Carbon. Sehr geil. Und dann haben wir noch das hier. Wir haben schon wieder 8 Motorhauben. Oh, das ist geil, Digga, das ist geil. Ja, der wird, ich weiß gar nicht, ob es den in Forza gibt, keine Ahnung. Wenn nicht, dann wird er mit Sicherheit irgendwann kommen. Aber das Ding ist halt, du kannst ihn halt nicht so geil tunen dann, ne? Das liegt einfach daran, weil hier in The Crew hast du nur irgendwelche ausgedachten Teile, die es ja gar nicht in echt gibt. Und in Forza gibt es, wenn überhaupt, dann nur Teile, die es auch in echt gibt. Außer die original Forza-Teile. Gut, da könnte man auch sagen, ne, da könnte Forza auch mal hier so ein paar mehr Teile sich ausdenken. Wenn man aber mal guckt, was die Leute sich bei The Crew hier manchmal ausdenken, dann fragst du dich auch so, Bruder, da musst du schon ein bisschen drauf sein, ne? Was ist das für ein riesiger Luftdurchlass hier? Was stimmt denn nicht? Oh, so rum sieht das aber auch wieder hier. Aber der Grill muss auffallen, Leute. Deswegen können wir eigentlich keine Carbonhaube nehmen. So gerne ich die machen würde. Aber der Grill fällt dann nicht mehr so auf. Das geht nicht. Oh mein Gott, das ist ein richtig geiles Teil. Lecco mio, das sieht ja richtig gut aus. Ey, Design Team 1 Plus. Könnt ihr so in Produktion geben, ich sag dir, wie es ist. Das sieht richtig nice aus. Gibt's das nochmal andersrum oder was? Ah, der Vollcarbon, okay. Krass. Ja, wir nehmen auf jeden Fall das hier. Habe ich noch genug Geld? Ja, passt noch, ne? Passt noch. So, wir kriegen andere Scheinwerfer. Da fällt irgendeine Lampe weg. Ist das geil? Weil, guck mal, das ist ja genau das Geile auch hier. Also, was ich finde das geil. Diese einzelnen Striche da, die so beleuchtet sind. Ne? Das macht einen geilen Look. Die fallen jetzt weg. Na ja, was haben wir denn noch? Passt ja auch ganz gut zu dem Seitenteil hier. Oh, die Auswahl ist schon wieder viel zu groß. Okay, das ist mal... Ja, das ist doch schon mal nice. Bla, bla, bla. Oh mein Gott, das Audi... Oh mein Gott. Das Audi-Logo ist einfach schwarz.
Das RS3 hätten jetzt auch noch schwarz machen können, aber das Audi-Logo in schwarz, Leute. Was macht das denn bitte für einen Unterschied? Guck dir das mal an. Ja, genau. Oh, okay, jetzt sieht er schon noch richtig böse aus. Wir müssen mal ein bisschen schneller durchgehen hier. Ah, das ist schon mal echt nice hier. Okay, alles klar. Ja. Bruder, wieso geht das hier? Junge, was stimmt denn nicht? Nicht nur, dass die so ein neues Auto reinmachen. Nein, du kannst den auch noch so, also optisch so krass anpassen. Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen stört, ist diese durchgehende grüne Leiste da. Ja, hä, Alter, was ist denn hier los? What? Das ist doch gar nicht mehr erkennbar als RS3 jetzt hier. Das ist nicht mal mehr als Audi erkennbar. Ey, ohne Scheiß, ne? Sag mir, was du willst, aber was ist das denn für eine geisteskranke Auswahl? Das macht ja Need for Speed schon Konkurrenz, ey. Oh, ey, eigentlich war ich mir safe sicher, dass wir das hier nehmen. Aber ohne Witz, dass der Dings hier kühler da rauskommt, ey, das ist ja beste Leben, ne? Aber das ist auch so geil. Och, ich kann mich nicht entscheiden, Leute. Was machen wir denn jetzt? Ich nehme erstmal das mit den Standardlampen, glaube ich. Und dann gucke ich mal, wie das aussieht, wenn ich mir die Leiste da vorne selber so ein bisschen schwarz mache. Vielleicht mit Folie dann. Wir müssen erstmal weiterkommen hier. Kotflügel. Ja, kann man ein bisschen verbreitern sogar. Geil. Und noch mein Carbon. Nee, oh, hä? Okay, eine andere Verbreiterung. Ey, ist auch geil. Ihr seht das auch gar nicht, ne? Braucht ihr... Was wollt ihr denn hier sehen? Stellt euch mal nicht so an. Guck mal. Also bei der Verbreitung hätte ich gesagt, so ja, okay, sieht aber ein bisschen komisch aus, weil es so aussieht wie draufgeklebt. Aber das hier ist wieder wie aus einem Guss und guck mal, das hier an der Seite. Ja, moin. Ja, das ist ja easy, ne? Das nehmen wir auf jeden Fall. Felgen, ein paar Originalfelgen. Oh, matte Felgen. Das wäre ein cooler Move, weil matte Felgen kannst du ja sonst in so Schuhen nicht machen. Problem ist jetzt hier wieder, wir können die nicht größer machen, aber scheiß mal drauf, ne? Ja, Bremssättel. Sollen wir eigentlich das Grün behalten? Ich mach die erstmal schwarz hier, dann mal gucken. Wir gucken gleich mal, was es für Farben gibt. Alter, die hat... Nein. 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 Oh mein Gott, was sind das für geile Tuning-Optionen? Willst du mich verarschen oder was? Ich habe mir gerade die ganze Zeit schon so im Vorbeilaufen gedacht, so, ja, Alter, diese... Wer macht denn diese silbernen Rahmen immer um das Auto drumherum, ne? Das will doch keiner mehr haben heutzutage. Und diese ASIC Crew ist so geil, die geben dir das in schwarz. Jetzt ist es schwarz. Na klar, in Kombination mit einem grünen Spiegel so, ne? Warum? Keine Ahnung. Aber okay, du hast es schwarz. Aber jetzt kommt's, Digga. Du kriegst es auch noch in Carbon. Das gibt's ja gar nicht in echt, ne? Aber wie geil. Guck mal, da siehst du das. Das ist einfach Carbon. Das ist einfach in Carbon. Das habe ich noch nie gesehen, ey. Lol, wie geil sind die denn drauf? Das bauen wir direkt ein. Jo, moin. Da komme ich nicht drauf klar. Auch geil. Ja, okay, noch geiler, obwohl... Ich glaube, das passt sogar besser. Wir nehmen das mal. Kotflügel hinten. Ja, da wird es jetzt die gleichen geben. Digga, das Ding hier... Was ist das für... Was stimmt denn nicht mit denen? Junge, sind die krass? Ey, es ist ja wirklich... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Guck mal hier, da müssen wir auch mal... Wir müssen auch mal über den Spoiler reden hier, ne? Der Original-Spoiler, sieht der nicht bitte schon richtig geil aus? Kriegst das komplett. Das in der Seite auch direkt mit Carbon. Es wird gar nicht in schwarz gelassen. Das kommt direkt mit Carbon hier. Zack. Ja, schon geil. Auch nicht schlecht. Okay, das, was sollen die denn in diesem Dachgepäckträger Pimmelkackteile da? Hä? Nee, das brauche ich nicht. Das ist immer das einzige Blöde in so Schuhe. Das kannst du nicht einzeln entscheiden, ne? Guck mal, das hier ist krass. Das ist krass. Junge, wie das Auto aussieht. Leck mich am Arsch. Okay, das sieht ein bisschen aus wie aus einem Lego-Baukasten. Obwohl, ja, obwohl... Nee, ich weiß auch nicht. Irgendwie hat mich das an Lego. Keine Ahnung. Bruder, was ist das denn? Was ist hier los? Willst du mich verarschen oder was? Ich hab schon keine Stimme mehr. Was stimmt denn nicht? Ey, ohne Witz, ich glaube, die haben da bei Ivory Tower mal ein Ründchen Need for Speed gezockt, oder? Erzähl mir, was du willst. Ey, jetzt pass auf. Gleich gibt's ein Tuning-Teil, Heckstoßstange demontiert. Würde mich jetzt auch nicht wundern, ne? Normalerweise ist es immer relativ einfach. Das ist geil, das ist scheiße. Fertig. Thema erledigt. Hier geht's nicht. Original, ja geil. In Carbon, geil. Das hier, okay, das ist Schmutz, aber nur wegen dem Dachgepäck, dünn Gister. Das hier, geil. Das ist irgendwie auch geil. Ja, und das hier... Ich würde echt gerne das nehmen. Ich habe mich jetzt so darauf eingeschossen schon. Wir nehmen das erstmal, aber wir überlegen nochmal. Ich muss hier mal vorankommen. Bruder, ich schwöre, ich raste gleich aus. Ich schwöre, ich raste gleich aus. Wie kann man denn bitte
so viel mitdenken. Manchmal habe ich das Gefühl, die denken bei Ivory Tower gar nicht, aber hier haben sie ihr komplettes Gehirn reingesteckt. Junge, du kriegst das auch in schwarz. Den Audi-Logo kriegst du in schwarz. Und die Rücklampen, abgedunkelt. Bruder, was ist... Perfekt. Was haben wir denn noch hier? Auch wieder perfektes, geiles Teil. Mashallah, Junge, was ist denn da los? Ist der Auspuff pink? Lila? Keine Ahnung. Ja, okay. Einfach anderes Auto. Nee, also man kann ja wirklich was Gestörtes draus machen. Deswegen wünsche ich mir ja immer noch, dass man hier mal Autos doppelt kaufen kann. Gut, ist jetzt eh egal, kommt eh ein neues Game raus. Aber ich glaube, auch in Motorfest kannst du keine Autos doppelt kaufen. Und das ist schade. Weil ich würde mir gerne so einen komplett gestörten machen, so wie mit solchen Teilen. Und einer, der so ein bisschen mehr Stil hat, ne? Komm, wir nehmen mal die fetten Röhrchen hier, scheiß drauf. Zack, zack. Innenraum. Da könnten sie auch mal mehr Farben machen, ne? Für das neue Spiel bin ich gespannt, was da geht. Ja, Cap. Ja, gelb. Passt super. Wir machen eben weiße Nähte. Oh, er hätte aber auch die richtigen Billo-Sitze bekommen hier, ne? Oh, keine Einlage. Ja gut, der hat ja auch schon hier Carbon, Hochglanz, was willst du noch, ne? Ich guck mal eben wegen der Front hier kurz. So, Leute, fertig der Bums. Ihr seht schon, jetzt ist das Grüne da in der Mitte weg. Jetzt sieht's eher so aus wie der Originalgrill, ne? Auf jeden Fall richtig gut. Ansonsten habe ich jetzt noch hinten einfach so einen kleinen Akzent gemacht. Muss keiner feiern, aber ich finde das irgendwie ganz geil. So, da an den Scheinwerfern, ne? Ach, Digga, warum sage ich immer Scheinwerfer dazu, Digga? Zu den Rücklampen. So, ja. Okay. Jetzt habe ich gerade nur eine Sache gesehen. Das Audi-Logo ist ja hier gar nicht schwarz bei der Stoßstange. Ich weiß nicht, ob die da gepennt haben oder so. Wir haben überall silbernes Audi-Logo, außer bei der Stange hier. Nur bei der Stange, ne, gibt es ja mit beiden Scheinwerfern, haben wir das Audi-Logo in schwarz. Anders gibt's das nicht. Übrigens die Folie, ne, die funktioniert, wie ihr seht, nur mit der Schürze. Weil hier wird da das Gitter, die Strebe lackiert. Hier ist irgendwo was sinnlos lackiert, ne? Bla bla bla. Ja, deswegen, wir lassen das jetzt einfach so. Und okay, dann ist das halt Silber. Was soll ich machen, ne? Coole ist, ihr könnt die Farbe ja auch wieder selber anders machen. Guck mal, hier im Blau, ne? Uff. Standard haben wir in dem Ding hier 400 PS. Das ist schon krass. Und wir kriegen da jetzt noch raus fast 900 PS. Können wir uns mal gönnen. 5 Zylinder. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Was wir auf jeden Fall haben, ist ein sehr leises Auto, Alter. Ja, ich höre auch so wenig wie ihr, ey. Fahr mal. Okay, beim Fahren ist es besser, aber es ist sehr leise. Ich muss flüstern, es ist sehr leise. Gut, die Tachonadeln, vor allem die mit der Drehzahl, die bewegt sich so mit, sagen wir mal, mit einem FPS. Ist das hier OPF oder warum ist die Scheiße so leise, Junge? Was stimmt denn da nicht? Kann doch nicht sein. Junge, da fährt ein Auto an mir vorbei. Es ist dreimal so laut wie ich. Was stimmt denn nicht? Warum ist auch die Anzeige links bis 11.000 Umdrehungen? Ist das immer so in so Schuh gewesen? Das war doch nicht immer so, oder? Ist das nicht immer am Auto angepasst eigentlich? Sehr dunkel gerade. Okay, den Bug gibt's also noch, okay. Es gibt immer noch den Helligkeitsbug. Wenn du aus dem Tunnel rauskommst, ist es manchmal extrem dunkel, obwohl es, ja, wie man sieht, eigentlich gar nicht so dunkel sein sollte, ne? Man sieht das ja. Ja, gibt es anscheinend immer noch, okay. Also das wird zu leise, sagt ihr so, wie es ist? Boah, der ist aber... Junge, das Ding ist ja ultra agil, ey. Was ist das denn? Auch gefühlt ein halbes Driftauto. Ich würde gerne lieber fahren, weil hier das Rumfahren macht mir gerade keinen Spaß. Aber ich will noch mal kurz gucken. Guck mal, die Rücklampen, die bremst leicht. Oh, sehen die schön aus. Ah, okay, es ist selbst im Fotomodus bleibt so dunkel. Aber ist egal, wir wollen uns ja nur mal kurz die Scheinwerfer angucken. Und dann versteht ihr auch vielleicht, was ich vorhin gesagt habe, ne? Da seht ihr nämlich diese einzelnen Striche hier unten. Alter, spiegelt sich da in dem einen Scheinwerfer-Moped eine Straße oder bin ich jetzt blöd? Das ist doch eine Straße, oder nicht?
Das spiegelt sich in dem Schein... Hä? Okay. Egal, aber das hier unten meine ich, ne? Das hier. Das da. Jetzt kann ich es sehen, ne? Das sieht halt so geil aus. Deswegen wollte ich auch die Scheinwerfer behalten, ne? Ist auch geil. Ich suche ja gerade hier so ein Rennen, aber weiß ich gerade, ich finde es nicht, weil die ganzen... Die Optik ist alles geändert worden hier. Die ganzen Bilder sind anders, seht ihr das? Also es gab ja vorher keine Bilder, das sah ja vorher immer so einfach gelb aus und irgend so ein Muster, so ähnlich wie hier jetzt nur in gelb. Jetzt hat jedes Rennen so ein eigenes Bild bekommen. Das kommt natürlich mit dem neuen Streckeneditor hier. Aber dass sie das auch noch ändern, hier hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber das ist ja voll schlau, ne? Also du kannst dich dann besser an die Strecke erinnern, so was das ungefähr ist, ne? Das ist ja nice. Ja, wir müssen erstmal gucken, ob ich den, Bug hier noch hab. Okay, ich glaube, der Bug ist weg. Achso, die Folie, wenn ihr das haben wollt, ne, könnt ihr natürlich runterladen, aber nur auf der Xbox. Weil ich spiele dann nur noch Xbox. Ich glaube, er ist immer noch da. Oder liegt es jetzt am Sonnenuntergang? Junge, ist das Ding... Junge, was ist das denn für ein... Was ist das denn? Junge, was haben die denn da gemacht? Soll das so sein, oder... Junge, das lenkt sich ja, also, Bruder, ihr seht das, ne? Alter, ist das komisch. Guck mal, ich habe noch nie so ein agiles Auto gesehen in dem Spiel, was ist das denn? Und jetzt fängt er doch an rumzudriften, lol. Lol? Lol, Junge. Also ich glaube, da musst du Profi-Einstellungen drauf machen, um das Auto ein bisschen schlechter zu machen, damit es fahrbar wird, Aber ich habe, nee, ich habe immer so einen Helligkeitsbug hier, ne? Ne, man sieht das. Das ist alles dunkler, als es eigentlich sein sollte. Toll. Okay, Checkpoint eingesammelt. Okay, ja, gut, nehme ich so hin. Gebe ich mir mit zufrieden. Das ist ja wirklich komisch. Also ihr werdet das Auto ja sowieso kaufen. Sonst hätte ich jetzt gesagt, kauft euch das mal, um das mal auszuprobieren. Oder nee, weißt du was? Ihr könnt ja, stimmt ja, ihr könnt ja eine kostenlose Probefahrt machen. Junge, wenn ihr das Geld jetzt gerade nicht habt, ne, mach mal bitte eine Probefahrt damit, ohne Scheiß. Müsst ihr nur zum Hauptquartier gehen, das Auto da hinstellen, dann könnt ihr Probefahrt machen. Weiß nicht, 2 Minuten oder wie lange geht das da? 1 Minute, keine Ahnung. Und dann machen wir diesen. Guck dir das mal an. Junge, die Lenkung ist komplett gestört. Lol. Was ist denn das? Boah, war dieser Helligkeitsbug jetzt wieder, ne? Warum habe ich immer solche Probleme mit dem... Also, ich bin nicht der Einzige, aber trotzdem, ne? Okay. Aber... Es fährt sich gut. Wenn du es jetzt nicht übertreibst, dann geht das schon. Aber der neigt dazu, dadurch dann auch ein bisschen... Oh mein Gott! Oh, auf Gottes Willen! Bremsen sind nicht vorhanden. Der neigt dazu, dann auch ein bisschen... ja, ihr seht das ja, wegzudriften. Die Junge, die Bremsen sind ja mal richtig schlecht. Ich muss halt zusagen, ihr habt zuletzt natürlich im Forza gezockt, ne? So Schuhe jetzt wieder Ewigkeiten nicht mehr, weil was soll ich auch hier spielen? Aber... Also da merkt selbst ich, dass das Ding hier sehr komische Bremsen hat. Die verfehlen ihre Funktion irgendwie. Aber mal gucken. Hier sind ja jetzt auch hier gerade nicht so viele Kurven. Wir fahren ja gleich eh nochmal. Junge, der bremst... Er bremst nicht. Wie früh soll ich denn da den Anker werfen? Junge, ich bremse nie so früh. Was ist das denn? Lol. Vor allem, wenn du dann auch reinlenkst beim Bremsen, rutscht komplett weg, ne? Siehst du ja. Das fühlt sich... Muss ich dir so vorstellen, das fühlt sich so an, als hätten wir vorne so einen richtig fetten Motor drin, mit richtig dick Gewicht. Und hinten alles so rausgeschmissen, dass es hinten so leicht ist am Heck, dass der hier so richtig rumtänzelt. Voll komisch. Ja, egal, ich starte mal eben das Spiel neu hier. So eine Gülle, ey. Noch was Lustiges gesehen, also Helligkeitspack ist weg. Noch was Lustiges, ich mache mich mal kurz hier hin. Achtet mal auf das Bild bei St. Georg. Das wird ja sogar noch wirklich anders, wenn man das auf Gold macht. Man kriegt einfach einen goldenen Touch. Abfahrt. So, mal gucken. Also jetzt versuche ich mal... dass wir vielleicht ein bisschen weniger hier rumtänzeln. Das hätte ich ja gerade auch extra gemacht, ne? Aber... Mal gucken. Ist irgendwie die Kameraansicht anders gerade, oder? Ja, okay. Oh, ja. Oh, gut, sehr gut. Das ist schon mal ein nices Zeichen hier. Das, also, die
Die Lenkung ist gut, ne? Keine Frage. Oh, dieser Knall immer hier aus dem Pott, ey. Aber wenn er wegrutscht, dann fängt er auch richtig an, hier rumzutänzeln, so, ne? Also, ich sag mal, so einfach zu fahren, das Auto ist es nicht. Aber ich sag dir, wie es ist, wenn wir da mal Profi-Einstellung drauf machen, dann wird es wahrscheinlich auch in Ordnung sein, ne? Ein bisschen weniger Faxen hier machen. Aber so fährt es sich echt gut. Bevor jetzt einer fragt wegen Profi-Einstellung, die findet ihr natürlich wieder im Discord bei mir, so wie immer. Aber jetzt sind die noch nicht drin, ne? Jetzt heute zum Release-Tag sind die noch nicht drin, ist klar. Müsst ihr dann vielleicht ein paar Tage warten. Aber ihr werdet es ja im Discord sehen dann. Du, dann nimmst du die Kurven auch echt easy, ne? Kein Problem. Aber bei so Kurven, wo du nicht so Highspeed hast, da fängt er dann echt an, mit dem Heck da so ein bisschen leicht zu werden, ne? Und es ist nicht so dieses Leichtwerden im Sinne von, ich drifte hier rum mit meinem M2 oder so. Sondern das ist wirklich so, okay, ich glaube, ich heb hinten ab. Du hast das Gefühl, dass du hebst hinten ab. Kein Grip mehr, nicht? Also, als würde deine Luft schweben. So fühlt sich's an, genau. Als würde deine Luft schweben. Oh, die Kurve, ich verpennt hier. Ja, Sound ist ein bisschen schade hier, ne? Ich weiß nicht, ob sie das extra auch ein bisschen leiser gemacht haben, weil der in Real Life jetzt vielleicht wegen OPF nicht so laut ist. Aber das mit dem OPF, das ist ja auch ein Ding, das gibt es ja auch wieder nur in Europa so, ne? Oder nur in Deutschland? Ne, in Europa, glaube ich, ne? Und im Rest der Welt natürlich nicht. Also keine Ahnung, warum das Ding so leise ist hier. Mach das doch mal lauter, Mann. Jetzt geht's ja gerade so, aber wir fahren ja auch über 300 hier, ne? Ist auch nicht vergessen. Boah, also die Bremsen, ne? Guck mal hier, zack, Sorg. Weggerutscht, perfekt. Kannst du auch nicht kontrollieren dann so, ne? Kannst versuchen ein bisschen, aber dann lenkt er ja so hart in die andere Richtung, dass du dann dahin wegrutscht. Das fühlt sich einfach wirklich an wie Kontrollverlust hinten. Oh, die Zeit ist gar nicht so schlecht dafür jetzt hier, ne? Bin jetzt natürlich nicht in der Übung hier, ne? Aber geil. Ah, Scheibe kaputt, perfekt. Also mit dem Auto draußen in der freien Welt rumzufahren, das macht mir keinen Spaß, weil da ist der Sound einfach zu leise und... Nee, du rollst jetzt nicht hier hin, ich will die Gülle nicht einsammeln, hau ab. Also ja, nices Auto, die Tuning-Option genial, kauft euch den. Ihr könnt ihn ja sowieso dann auch in Motorfest mit importieren. Wir gucken uns nächsten Video auf jeden Fall den RS7 mal an. Und da bin ich mal gespannt, was da so geht. Ich glaube nicht, dass der so krasse Optionen haben wird wie der hier. Aber mal gucken. Ja Leute, macht's gut, haut rein, neue Zocker. Ciao, ciao. I'm gonna go get some more.